Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Sarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic! Scrap Mechanic! The Cave! Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin euer Xarok und sie ist unsere Sialin. Willkommen bei The Cave. Du Dödel, du. Stehst du nicht da oben? Ich sehe dich gar nicht. Wink doch mal. Ah, hallo Xarok. Oh, ich muss aufpassen, sonst falle ich runter. Was gibt es heute? Xarok baut die Schaukel. Die Schaukel. Nicht irgendeine Schaukel, sondern die da Schaukel. Da gibt es doch immer diese ganzen Bilder auf Facebook, wo le irgendwas. Also, wir bauen le Schaukel. Le Schaukel. Kannst du den Lift ein bisschen runterfahren? Brauchst du einfach Pfeiltaste ein bisschen zu. Weiter. Kann, ja, so, ja. Stopp. Du musst schneller bauen. Stopp. Ja, so schnell kann ich nicht bauen, wenn du die ganze Zeit so dit machst. Hörst du jetzt? So geht das doch nicht. Weiter runter geht nicht mehr. Ah, okay, Gott sei Dank. Also, Support musst du Container abbauen. Support mache ich jetzt. So, genau. Ich habe einen Teppich gebaut. Ich habe das Klo verziert. Das Klo verziert? Ja. Die Toilette selber, oder? Nein, insgesamt mit Pflanzen und Klopapier und so. Schau, das ist jetzt voll praktisch. Hier sieht man jetzt mit dem Totenkopfschild, sieht man jetzt, da geht's zum Klo. Zum Klo, ja. Das würde man auch erwarten, hinter einem Totenkopfschild. Ja. Mach ich immer so. Mach mal das doch. Wenn ich irgendwo einen Totenkopf sehe, weiß ich, das kann man trinken. Kein Problem, ich überstehe das. So, jetzt weiß jeder, was mich nicht umbringt. Geht's zur Toilette. Mach mich stärker. Oder, was mich nicht umbringt, macht mich Xialin. Bitte, was? Nicht so imba, ja? Hashtag, was mich nicht umbringt, macht mich Xialin. Müssen das jetzt alle schreiben, oder was? Ja. Hashtag, was mich nicht umbringt, macht mich Xialin. Okay. Das könnte man auf ein T-Shirt schreiben. Das wäre doch super. Hey, das könnte ein neues... Okay. Echt, das könnte super Match werden. Was mich nicht umbringt, macht mich Xialin. Also, du möchtest für die Gaming-Ecke eine Holzplattform. I love it. Wie hoch soll die Holzplattform sein? Man könnte die jetzt so hoch machen, dass man in den Garten gucken kann. Nein. Okay. Oh, hier hängt eine Stange. Ja. Wenn du irgendwann mal die Stangen wegmachen willst, kannst du es machen. Ich komme da nicht dran, ich bin zu klein. Ich würde mir den höchsten Punkt hier aussuchen, das ist wahrscheinlich hier so. Ja. Und dann so eine Platte hier nach vorne hinziehen. Okay, also nicht so auf so kleine Stelzen stellen oder so. Hinten nicht, vorne schon. Hinten gar nicht, okay. Ja. Aber schau mal, hier schaut dann ein Felsen raus. Ja, macht doch nichts. Dann integrieren wir halt den Felsen. Okay, also ich... Weiß ich nicht, was es dann wird, der Mülleimer oder so. Also ich fange jetzt einfach hier so an mit Ziehen sozusagen. Ja, und hier kann man dann so hochjumpen, wenn man lustig ist. Mhm. Oh, ach, da kommt man hoch. Ja. Mhm. In den Garten. Wenn man Jump'n'Run plötzlich mal in echt spielen will, kann man das dann da tun. Ich habe ja schon überlegt, ob ich hier auch wieder so einen kleinen Bach hinmache, der dann da runterfließt und hier so runter. Du meinst Bodo Bach? Ja, genau. Oder Bachmusik? Ein Bach. Achso. Einen Bach. Ich hätte das eigentlich auf so kleinen Stelzen sehr schön gefunden. Naja, gut. Jetzt wollen wir mal schauen, wie weit ich baue. Machen wir mal erstmal bis dahin und... Nicht hinmachen! Hier so. Ich will das nicht wegmachen. Das ist doch schon mal eine ordentliche Größe. Ein kleines Stück. So. Da. So. What? Wie what? Was ist passiert? Ich dachte, ich kann hier einen zweiten Sitz hin machen. What happened? Was ist ein zweiter Sitz? Ja. Ich wollte so ein bisschen Hollywood-mäßig machen. Ach so. Ja, dann musst du halt unten eine kleine Holzplattform. Nein, das geht nicht. Da zwei Sitze drauf, geht nicht. Na. Dann ist halt ein Einsitzer-Schaukel. Irgendwie, wo hast du gedödelt? Let's do it. Ich trau mich nicht. Was traust du dich nicht? Das, was ich eigentlich machen wollte. Ach so. Let's do it. Let's do it. So. Das könnte gehen. Hey! Was denn? Das ärgert mich. Natürlich. Natürlich.
Nein, stopp, halt. So. Okay. Warte, das muss. Na, ich finde, da kann man ein bisschen rüber. Mhm. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das schwingen lasse. Lass es einfach frei schwingen. Okay. Wie ein Schotte, oder? Ja. Wie ist sie da? Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Ja. Lass es frei schwingen. Okay, hier sind wir an der Wand. Macht das Probleme? Nein, macht's nicht, okay. So. Lass du es. Hä? Lass du es. Ich komme da nicht wieder dran, verdammt. Aber vielleicht geht's mit dem Lift. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie ich das vernünftig da oben platziere. Ich könnte das jetzt mit einem Bearing machen oder mit Thrustern. Mit Bearing wird es wahrscheinlich zu wenig Kraft, ich komme eh nicht oben dran. Also ich finde, das gehört hier noch ein bisschen weiter. Okay. Ich glaube, ich mache es mit Thrustern. Thruster! Mhm. Schwester Thruster. Wenn ich das aber so mache, bleibt das wahrscheinlich am Boden hängen, oder? Könnte vielleicht sogar gehen. Oder es wird eine heftige Schaukel, habe ich das Gefühl. Sehr gut. Gut, okay, ja, dann passt ja. Wenn schon, dann richtig. Soll sie automatisiert sein oder soll man ein Knöpfchen drücken? Ich weiß nicht. Gute Frage. Hm. Vielleicht geht ja auch beides. Vielleicht reicht es ja schon. Das ist schon eine sehr große. Oha. Oh, jetzt hat es ja doch zwei Sitze, das schaut auch gar nicht so schlecht aus. Ja. Er hat ein bisschen Angst vor der ersten Testfahrt. Das ist noch nicht ausgereift. Yeah. Oh, okay, warte, ich helfe dir. Wo geht's jetzt schon wieder mir? Da lang? Wobei. Ich mach das. Achso, hast schon weg, okay. Ich wollte das Ding für dich wegmachen. Oh, das war aber nett. Das wäre nett gewesen. Du brauchst noch Thruster in die andere Richtung, dass man schnell zurückschaukeln kann. Ja. Doch, man stößt ja an der Wand an. Ja. Ich weiß nicht, ob man schnell zurück. Ich finde das so besser, glaube ich. Aber das ist doch der Sinn von der Schaukel. So schnell wie möglich vor und dann zurück. Yeah. Ja, tut man doch. Schnell wie möglich wie vor und dann zurück. Schau mal, voll gegen den Felsen. Ja, was soll ich machen? Ich kann den Felsen auch nicht wegmachen. Aber weiter geil. Hoch geht's eh nicht. Guck mal, warte, ich so. Wieso starre ich eigentlich auf deinen Bildschirm? Warte mal. Nimm mich mit. Fang mich doch. Guck mal, die ist sowieso schon gerade, schau. Höher wird sowieso nicht gehen. Höher? Achso, nee, das ist eh nicht, schon grade. Aber es geht so langsam zurück. Ja, aber das sieht dann auch komisch aus. Wenn man plötzlich vorne Sitze hat. Ed Froster. Juhu! Oh, ich war schon. Baum. Oh. Geile Sache. Juhu! Cool. Also, ich weiß leider nicht, wessen Idee das war, aber das war eine geile Idee. Ja. Juhu! Wie cool! Also ich mach's automatisiert und nicht automatisiert. Okay. Also dass man selber schwingen kann, wenn man es übertreiben will. Okay. Und vor allem, dass man schwingen kann. Genau, und wenn man es frei als Mann schwingen lassen will. Okay. Gut. Haben wir das auch mal geklärt. Ja. So. Da, 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 da. Hier geht's zur Gaming-Ecke. Ich könnte es als Timer machen. Wenn ich es als Timer mache. Ach, ich mache es als Timer. Ist vielleicht einfacher zu einzustellen. Es würde zwar auch anders gehen, aber ich mache es als Timer. Ah, nee, den zweiten Timer brauche ich ja nicht. Vielleicht kannst du danach mal kurz gucken, ob dir die Plattform hier groß genug ist, aber ich denke mal schon. Okay, werde ich tun. Sehr gut. Just do it. Just do it. So. Ich
würde fast sagen, das könnte reichen. Ah, das ist schon sehr groß. Da kannst du ordentlich Technik draufbauen. Schon, oder? Ja. Just do it. So. Machen wir einmal den hier. Sollen wir von beiden Sitzen steuern dürfen? Könnten wir auch machen. Hm. Dann setzt man, wenn man zum Beispiel alleine schaukeln will, dann setzt du dich auf den falschen, dann musst du erst nochmal wechseln, das ist auch blöd. Ja, dann machen wir von beiden. Okay. Oh, ich freue mich schon, wenn der Kronleuchter endlich mal größer geworden ist. Das ist cool. Ja. Der muss immer werden. Der muss immer werden. Naja, sieht schon cool aus, haben wir schon. Also vor allem du natürlich schon cool gemacht. Aber auch so mit den verschiedenen Lichtern. Doch, gefällt mir schon. Ja. So, genau. Und dieses Signal. Warte mal. Nee, Moment. Nee. So nicht. Genau, so nicht, mein Lieber. So nicht! Sondern so. So, jetzt kann ich nochmal mit eins frustern eigentlich. Ich sehe jetzt nichts mehr. Habe ich das so vorgemacht? Was, du siehst nichts mehr? Ja. Mach halt die Augen wieder auf. Ja. 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 Habe ich den hier auf Ohr gemacht? Natürlich nicht! Da kann das ja nicht gehen. Nö, das geht immer noch nicht. Bitte, ich war jetzt schnell. Und das ist nur nicht auf Ohr. Sag ich doch! Muss man immer aufpassen, dass man nicht zu schnell macht, weil sonst registriert er diesen Befehl nicht. So, jetzt aber. Ui! Gut. Okay, dann haben wir den einmal. Das ist das Signal für den Thruster-Code. Und jetzt machen wir hier den hier. Der geht jetzt dann. Ich glaube, dass es der hier ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Der geht dann hier rein. Der ist. Mit dem da so. Ja, gut, wenn das nicht ausreicht, weiß ich auch nicht. Eh ahnen. So, eins, zwei. So, schauen wir mal, geht der Timer? So wäre er jetzt dauerhaft, anders wäre er fail. Müssen wir den hier aufnehmen machen, schon mal. Genau. So, jetzt schau ich mal. Passiert nichts, wie man sehen kann. Ah, ich muss ihn auf nur stellen, weil wir zwei Schalter haben. Geht aber auch nicht. Habe ich irgendwas falsch verknüpft? Schauen wir mal. Also, dieses Signal geht da rein. So, den haben wir auf NAND. Ne, warte mal, das ist... Noah. Schauen wir mal. Jetzt blinkt es dauerhaft. Das wäre jetzt falsch. Aber schauen wir mal, wenn ich jetzt den Schalter anmachen würde. Ah ja, okay. Aber dann... Nee, ich brauche ein Zwischensignal, meine lieben Freunde. Ein Zwischensignal? Ja, definitiv. Das ist der Zwischenpunkt. Ja, so in etwa. So, die gehen jetzt beide da rein. Und die sind dann auf Ohr. Also sprich, egal welches von beiden ist okay. Oder man müsste es auf... so erstellen, damit man es auch wieder ausmachen kann vom anderen Sitz. Genau. So. Jetzt geht der hier rein. Jetzt tauschen wir mal das Signal auf NAND beziehungsweise den hier auf AND und den hier auf NAND. So. Jetzt müsste es gehen. Hier haben wir jetzt den hier. Also die Knöpfe müssen wir jetzt auch noch nach oben verbinden. Ich will gerne mal gucken, wie habe ich das hier gemacht. Schauen wir mal. Nee, da habe ich es. Genau, es blinkt jetzt einen sich ab. So. Den Timer lassen wir jetzt in den Thruster-Signal reingehen. Schauen wir mal. Genau. So. Aber zwei reicht. Jetzt müssen wir das natürlich timen. Sprich, ich weiß nicht, wie lange man da braucht. Machen wir mal 6 Sekunden. Dauert jetzt natürlich kurz. So. Feuer frei!
Okay, also 6 Sekunden ist zu lang. Ich will jetzt spontan fast schon. Na, da hinten schon kurz sauber. Ja, vielleicht von 3 reden. 4 oder 3 Sekunden, müssen wir mal gucken. Eigentlich viel zu kompliziert, ich hätte es gleich oben hin machen müssen, das wäre einfacher gewesen. Naja. Genau, dann machen wir mal auf 4. Probieren wir mal 4 aus. Yay! Doing. Und es geht gleich wieder runter, das ist gut. Vielleicht könnte man sogar 3 Sekunden machen und... Yay! Doing. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Yay! Und... Wuhu! Bang. Ich sehe mich dann da hinten irgendwann immer. Juhu, da kommt er! Juhu, das ist geil. Probieren wir mal 3 Sekunden aus. Muss ja auch bei, wenn wirklich eine Zombie-Apokalypse kommt, muss man ja Spaß haben. Ja, ein bisschen muss Spaß irgendwie, also, da, was ist da besser als eine Schaukel und dann hier die Gaming-Ecke? Das finde ich schon mal ja. Richtig geile Ideen von euch. Wenn ihr noch mehr so geile Ideen habt, jemand hat noch gesagt, ein Arzt, das ist an sich eine gute Idee, nur wenn wir hier zu zweit drin hocken, dann, ich bin kein Arzt, du bist kein Arzt, das ist schwierig. Ja. An sich ist ein Arzt eine gute Idee. Ein Waffenlager ist vielleicht noch eine gute Idee. Ja. Aber wir brauchen viel, was Spaß macht. Das stimmt. Viel Unterhaltung. Fitnessraum ist vielleicht noch gut. Und Tanzfläche. Ja. Was ist gut? Sowas ist gut. Ich glaube, ich muss ein Zwischensignal machen, sonst schwingt das nicht genug zurück. Aha. Ja. Ich kenne mich mit Schwingen nicht so aus. Ja, ich weiß. Ich weiß, der Witz wird langsam alt. Nur geringfügig. So. Also es schwingt der nicht genug zurück. Machen wir mal 2. Yay! Donny. Autsch. Autsch. Aber so würde es lang genug werden. Autsch. Muss nur lang genug zum Schwingen. Ja. Okay. Muss nur am Ende vielleicht noch ein bisschen Feintuning machen. Das heißt, wenn es zu kurz ist, kann man nicht so gut schwingen. Ja, genau. Wenn er zu kurz ist, schwingt der halt nicht so richtig. Der baumelt dann halt nur so ein bisschen. Das ist wie bei Babyelefanten. So in etwa. Die haben noch keinen so langen Rüssel. Nein. Wächst aber noch. Ja. Autsch. Aber ihr versteht, was ich meine. Autsch. If you know what I mean. Wenn ich es auf 1 Sekunde stelle, dann könnte es vielleicht passen. Vielleicht aber auch auf 1,5. Müssen wir mal ausprobieren. Aber das schwingt ja wieder zu früh. Müsste man dann das andere wieder einen Tick länger machen? Oh, was ist denn hier passiert? Da fehlt eine Reihe. Naja, im Endeffekt egal, aber da fehlt eine Reihe. Okay, alles klar. Yeah! Macht das überhaupt Sinn? Ich glaube schon. Wer weiß das schon? Yay! 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 Ja, das ist schlecht. Bin ich hier jetzt richtig? Ich sehe nichts von lauter Gras. Ich glaube, ich bin hier richtig.
würde ja spontan jetzt sogar nur halb machen, aus irgendeinem komischen Grund. Dann probier's aus. Ja. Probieren geht über studieren. Heißt es immer. Boing. Ganz leicht. Boing. Whee. Boing. Boing, boing. Boing, boing. Boing. Süß. Wie sich der Rhythmus verschiebt. Interessant. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lass den automatischen Mode weg irgendwie. Okay. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Ich hätte vielleicht doch eher oben so ein Signal hinmachen müssen, wenn ich den ja so. Dann geht das alles aus. Dann würde er wieder zurückschwingen. Dann, wenn er dann zurückschwingt ist, dann geht es erst wieder an. Das wär der bessere Modus als wieso. Also so verschiebt sich das irgendwann. Also man müsste das anders da machen. So, ich dran? Natürlich nicht. Also man könnte es natürlich trotzdem probieren. So, man macht hier den und den. Sehr gut, sehr gut. Gehen beide da. Das ist die eine Möglichkeit. So. Kann man ja auch noch später machen, notfalls. Man hätte dann oben ein Signal, sprich, der würde das anschalten. Und der andere würde ausschalten. Eigentlich. Total easy. Glaube ich. Nein! Da sind ja meine Schalter abgefallen. Nein. Doch. Okay. Ich komme. Ah, nicht da. Jetzt. Ja. Ah! Schön. So. Muss ich den einen blöden Schalter nochmal machen. So. Dann wirst du ja heute wahrscheinlich fertig mit der Schaukel, oder? Ja, ich denke schon. Dann könnten wir nächste Woche die Gaming-Ecke anfangen. Ja, finde ich gut. Plattform dafür steht soweit. Oh, nice. Dann kannst du dich vollkommen austoben. Die ist ziemlich groß. Sehr gut. Ja. So, dann habe ich hier Xor. Jetzt muss ich wieder da hoch. Dann muss ich zwei Sensoren platzieren. Das ist eigentlich keine schwere Sache. Vielleicht hätte ich es einfach gleich so machen sollen. Hätte ich viel Zeit gespart. Wir haben übrigens heute ein Geburtstagsgrüßle. Echt? Ja. Und zwar du liebe Lena! Hat heute Geburtstag. Alles Gute. Alles Gute, Lena. Happy Birthday. To you. Happy oh. Birthday. To you. Happy Birthday, liebe Lena. Happy Birthday to you. Super Team. Ja, natürlich sind wir das. Das wäre ja gelacht. Das wäre doch gelacht, wenn wir nicht zusammen schrecklich singen könnten. Ja, das stimmt. Schlag das ein. Sehr gut. Aua. So schlimm. Bisschen. Ja, ein bisschen hat's geschmerzt. Süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. So, hat gebellt. Ja. So, also, ich brauche hier einen Dödel. Dödel? Nein, ein Dings. Ein Freischwinger. So. Ja, ein Freischwimmer. Ein Freischwimmer. Ein Freischwimmer. So. Und den hier auch nochmal. Und jetzt nehmen wir den Sensor. Das ist nur die Frage, wenn er überhaupt könnte. Könnte eigentlich gehen. So, und dann stellen wir beides auf 1 und auf Schalter. Ton nochmal. Oh, die sind jetzt automatisch aus. Oh, welch Luxus.
Früher musste man die mal alle einzeln ausmachen. Wahnsinn. Die sind automatisch aus. Was ist denn hier los? So. Ich weiß es. Komme ich da unten hin? Natürlich nicht. Genau. Ein Schalter geht jetzt da rein. Was war das denn? Ich bin abgestürzt. Oh nein! Ja. Jetzt muss ich blöderweise wieder hoch. Den Lift könnten sie auch mal länger machen, finde ich. Reicht das schon? Nein. Ja, so ein kleines Stück wäre eigentlich nicht schlecht, gell? Also, ja. Doppelt so oder doppelt keine irgendwie, Ahnung. Ja. Hab. So. Der geht jetzt da rein. Wobei ich eigentlich. Oh nein. Vielleicht den zweiten gebrauchen könnte. Dann lasse ich ihn jetzt da reingehen. Mache hier die hier wieder weg. Das muss ich nochmal da hoch. Ich hab Lust zu. So. So, genau. Die gehen jetzt da rein. Und die gehen da rein. Cool, oder? Nein, das können wir nicht so machen. Wir brauchen noch ein Signal, liebe Leute. Du übertreibst wieder. Ja, leider schon. So, genau. Und da brauchen wir ja jetzt. Ich glaube, den... wir lassen den automatischen Modus. Und weiter, und weiter, und weiter. Wie toll. Das ist Xarok. Das ist Xarok, cool war. So, dann machen wir den nämlich auf AND. Und dieses Signal von den... Signal machen? Genau, von den Sensoren geht jetzt da rein. Also sprich, wir... Nein, das geht ja auch nicht. Oh, jetzt blicke ich gleich nicht mehr durch. Oh, oh. Ja, weil man nicht mehr erkennt, wo was hingeht. Weil wenn ich den auf AND mache... Ich brauche theoretisch noch einen. Wahnsinn. So, machen wir es halt so. Ich brauche ja... Genau, den hier. Der muss da und der muss dann da rein. Und der geht dann da rein. So. Stimmt das? Stimmt. So, das mache ich auf Xor. Sprich, dass der Sensor eine anschaltet, der andere ausschält. So, und dann komme ich natürlich nicht mehr an die da hinten dran, um einen auf End zu stellen. Ist klar. Weil irgendwie romantisch klar, ne? Gut, ich könnte hochgehen und einen Sensor anmachen. Theoretisch. Scheiße. Komme ich denn da jetzt dran? Ich sage leise Scheiße. Aber gar nicht leise. Dann machen wir den hier weg. Dann kann ich den hier auf. Wo ist der denn jetzt auf? Xnur gestellt. Xnur. Machen wir den jetzt auf End. So. Ach du Scheiße. Ich seh nichts mehr, das ist das Problem. Ich sehe nicht mehr, wo reingeht. Du hast einen Türsteher, der hilft dir vielleicht. Der hier geht irgendwo hin, ich glaube da rein, genau. So, jetzt stimmt's. So. Was soll denn das, Mann? Hm. Ey, das macht, was es will, gibt's ja nicht. Natürlich. So, wenn ich jetzt hier den Schalter hier umlegen würde. Ach du Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Das ist das verrückte Problem. Geht der denn jetzt hin? Ist einer mit dem Thruster verbunden? Nein, ist keiner. Sondern ist das hier der Thruster? Fuzzi. Dann ist das etwas.
Dann ist das. Dann geht der hier rein und der da rein. So, und die gehen dann alle auf Ohr. Also sprich, egal welches Signal durchkommt, den nehmen wir alle. So, und das geht dann hier hin. So. Es ist egal, es wird angenommen. Ja, genau. Nummer 2. Probieren wir das mal aus. Müsste jetzt eigentlich gehen. Ha, es geht aus. So, jetzt müsste es zurückschwingen. Und ja. Angehen. Tut's aber nicht. Warum? Kann ich euch sagen. Echt? Das ist ja schon mal was. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Weil dieses Signal da oben nicht berührt wurde. Selig. Selig. Und körperlich. Was soll das? Ich weiß es auch nicht. Hopp, 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 hopp. Ich weiß jetzt nicht, was ich brauche an Länge, aber wir machen jetzt mal 5. Ja, machen wir mal 5. So, jetzt muss ich natürlich erst mal wieder da mich hinschwingen, damit der Kontakt da wieder hergestellt wird. So, schauen wir mal. Ha, es hat auf jeden Fall aktiviert. Schwierig. Aber es funktioniert nicht. Schön, jetzt kontaktiere ich mal den hier. Okay, ich kontaktiert, ich halt geht an, aus. Ich so weitermache. Dann geht er zurück. Ah, jetzt geht's. Schon. Ja, ich weiß. So. Ha, jetzt glaube ich, funktioniert's. Aber er ist zu früh dran. Er ist zu früh dran. So, dann machen wir hier. Müssen wir den vielleicht auf 3, 2 vielleicht sogar stellen, weil er war zu früh. Ein Frühzünder können wir auch nicht gebrauchen. Nein, nein. Oh, jetzt bin ich glaube ich gleich unten angekommen. Das ist ja schon mal was. Machen wir mal auf 3. Schauen wir mal. Hui! Und aus. Er schwingt da zurück. Oh, was ist jetzt passiert? Oh, ich glaube, ich habe mich gerade mit deiner Plattform verbunden. Aua. So, jetzt habe ich es wieder weggemacht. Ich wusste nicht, dass das so Probleme gibt, wenn man das hier verbindet. Tja. Alles klar. Das versorgt immer Probleme. Passt's. Immer Probleme. Naja, aber ob ich jetzt eine Plattform auf dem Boden habe oder zwei, ist doch wurscht. Doch, das ist wurscht. Zeig ich doch. Ja, da sind wir ja einer Meinung. Ja, sind wir. So, ich hab's auch fast. Ich muss nur das andere Signal ein bisschen später einstellen, sonst ist da zu viel Bums dahinter. Vielleicht so 3. Machen wir auch mal 3. Ich glaube, 3-3 ist gut. Yay! Nee, das war zu wenig. Yay! Boah, was passiert da? Das darfst du nicht machen. Ich hab's nicht verbunden. Ach so, weil hier alles so voll ausflippt. Echt? Ja. Der Döner war gerade in mir. Was? Ja. Nicht, weil ich ihn gegessen habe. Der Döner in mir. Poetisch. Der Döner war in mir und es hat mir nicht gefallen. Und deswegen hab ich gekotzt. Es. Entschuldigung. Dass man immer auch hier ewig braucht, bis man oben ist. Unglaublich. So. Also. Nicht auf 3, sondern auf 2. Klingt logisch, oder? Mhm. So, schauen wir mal, ob das jetzt passt. Scheiße. Ich muss erst wieder deaktivieren und aktivieren. Aktimiel!
Gargamel. Genau. Ich trinke Gargamel ja auch. Manchmal bestimmt. Hab ich mir noch gedacht. Hä? Warum wird's nicht aktiviert? Gute, komische, interessante Frage. So, jetzt glaube ich passt's. Ja, das könnte gehen. Yeah! Der automatisierte Schaukelschwinger. Oh, was war das? Schon wieder. Irgendwie voll komisch. Yippie! So. So. Ja. Ich muss den Lift da oben rausholen. Das. Das wäre auch endet noch ein Desaster. Ja, schau dir meine Plattform an, wenn du schon drauflaufst. Ja, ich hab's gesehen. Das ist mega geil. Und dann hier oben eine richtige Gaming-Ecke. Yeah! Das wird phänomenal, liebe Leute. Schau mal, vielleicht können wir hier einen ganz kleinen Durchgang in die Bibliothek machen. Dann könnte man durch die Bibliothek durchlaufen. Ja, das finde ich gut. Ja? Ja, ich glaube schon. Soll ich das einfach so machen? Soll ich mich einfach mal reinbuddeln? Ja, buddel dich mal rein. Ja? Wenn du dich traust. Ja. Das muss so eine Tür sein. So, dann habe ich doch schon mal hier einen schlimmen Teil zurück. Ich glaube, der Rest liegt wahrscheinlich auf dem Berg. So. Na gut. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du es noch verlässt, lasst einen kleinen Like da. Liebe Lena, nochmal alles Gute. Und ja, dann sagen wir Tschüss, meine lieben Freunde. Ciao. Tschüss.